Wenn es sein muss und du einen Bunker vor dir hast beim kurzen Spiel, dann benutze auf jeden Fall das Sandwich. Der Loft des Sandwiches ist absolut eine Hilfe für dich und wird den Ball in die Luft bekommen. Der Schläger wird den Ball in die Luft bekommen, nicht du. So, ich mache den Schlag kurz vor. So, der Ball ist schön hochgeflogen und bleibt zum Glück sehr schnell liegen am Loch. Aber, und darum geht es in diesem Video, verwende beim kurzen Spiel so wenig Schläge wie möglich. So, wie gesagt, Sandwich ist für die Notsituationen, wo der Ball hoch muss. Aber du musst einen Schläger aussuchen, mit dem du von dort spielen kannst, ganz kurz vor dem Grün. Ich kann nicht werfen. Von dieser Entfernung, das sind ungefähr 15 Meter, und dann von dieser Entfernung, das sind knappe 30 Meter. Das sind drei typische Entfernungen und mach die alle mit einem Schläger. Wenn du genügend mit einem Schläger arbeitest und übst, wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Es ist weniger kompliziert. So, ich zeige dir, wie ich diese drei Chips hinbekomme. So, wenn dein Ball dicht am Grün liegt und du nicht putten möchtest, weil der Rasen etwas länger ist zum Beispiel, dann mit deinem einen Schläger, der Schläger, mit dem ich arbeite, ist das Eisen 9. Eisen 8 oder 7 würde auch gehen. Du hörst, ich sage nicht Pitching Wedge oder Gap Wedge. Ihr 9, 8, 7 ist wunderbar für so eine Situation. Dann verwende ich meine Putt-Technik. Ich greife den Schläger, als ob ich putten würde. Ich stehe, als ob ich putten würde. Und die Bewegung mache ich nur aus meiner Schulter. Und von dieser Entfernung wirst du oft einlochen. Okay, jetzt gehen wir zu dem 15 Meter Ball. So, jetzt schlage ich vor, dass du den Standard Chip-Technik verwendest. Also ein normaler Griff, etwas tiefer greifen, ziemlich nah am Ball stehen und dann bis 7 Uhr ausholen und bis 5 Uhr durchschwingen. Mit wenig Handgelenk. Nur ein kleiner Unterschied ist hier, mache ich eine kleine Rotation. So, statt zu schaukeln wie beim Putten, drehe ich mich zum Ziel. Und das Gewicht verlagere ich ganz leicht nach links. So wie du siehst, ähnlich zum Putt-Chip, nur etwas mehr Rotation. Und jetzt bei diesem Chip, wo der Ball 30 Meter vom Loch liegt, solltest du auch chippen, nur mit etwas mehr Schwung. Und da denke ich immer 8 Uhr, 4 Uhr. Nur das ist mein gefühlte 8 Uhr, 4 Uhr. Es kann sein, dass ich weit aushole und weiter durchschwinge, aber ich denke 8 Uhr, 4 Uhr. Und ein letzter Punkt. Mein Ziel ist es, den Ball vor dem Grün landen zu lassen. Da merke ich, wie viele Schüler von hier den Ball bis zum Grün fliegen lassen wollen. Aber wenn man ein Eisen 9, 8 oder 7 verwendet, und ich benutze auch von hier meinem Eisen 9, empfehle ich dir auch, wird der Ball einfach zu weit sein, wenn er auf dem Grün landet. So, bewusst den Ball vor dem Grün landen lassen. Und das ist der Grund, warum man diesen Schlag ein Chip and Run nennt. Okay, so. So, nur etwas mehr Schwung. Ein paar Probeschwinge. Einmal gucken, wo der Ball landen sollte. Das müsste klappen. Okay, so, da habe ich 4 gute Chancen, einen Chip und einen Putt zu schaffen. Und ich schlage wirklich vor, du benutzt einen Schläger für fast alle Schläge ums Grün herum. Außer wenn der Ball hoch muss,
dann nimmst du das Sandwich. Vielen Dank für das Zugucken. Tschüss.